Meinst du, kriegst du nicht hin? Entweder verhungere ich bis dahin oder ich werde gekillt. Oh, Apfelbaum einfach. Besten halt wirklich auf leeren Server gehen oder so. Ja, aber ist ja auch langweilig, ne? Ja, sicher. 5 Stunden rennen. Wenn ich das auch irgendwie kacke.
Wer wollte jetzt eigentlich Base raiden? Ich kann das machen. Ich muss aber erstmal dahin kommen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Nicht direkt. Wer wusste das denn? Irgendeiner wusste das denn hier? Kevin, glaube ich. Okay. Boah, ey, morgen erstmal frei, ey. Hammergeil. Ja. Ah, ist doch was, ey. Ja, ein Tag. Oh, Montag, ne? Hm. Dann wieder 4 Tage arbeiten. Dann erstmal Urlaub. Boah, was will man mehr, wa? Oh. 4 Tage gehen, ziehen sich wieder ewig, ne? Ja, die Woche musste ich erstmal 7 Tage durcharbeiten. Dann weiß man, wie das ist. Was machst du denn? Altenpfleger. Richtiger Knochenjob auf jeden. Ne? Ja. Keine Ahnung. Was machst du? Schule? Ne, gerade gar nicht. Hm. Arbeitslos. Bisschen chillen. Ansonsten halt lagern. Jo. Wohnst du bei deinen Eltern? Ne, alleine. Aha. Wie finanzierst du das? Arbeitslosengeld. Oh. Und nebenbei so ein bisschen schwarz. Normal. Bitte? Normal. Ja, so ja. Das muss man ja. Krieg ich mehr, als wenn ich arbeiten würde. Ist das eigentlich normal, dass Arma 3 am Anfang extrem lange lädt, die Daten im Launcher? Weiß ich gerade gar nicht, So 5 Minuten auf jeden bestimmt. Bei mir auf jeden Fall. Nee, das nicht. Also hast du irgendwelche Mods drauf vielleicht, die er lädt? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss eh nochmal meinen Rechner neu machen. So zugemüht. Hm. Und wie findest du Arma sonst? 3? Jo. Ja, bis jetzt hatte ich ja noch keine Mods drauf, ne? Nur Singleplayer gespielt, um zu testen, wie das läuft. Immer so. Sah bisher ganz geil aus bisher. Ja, aber sonst. Ich habe mal versucht, mir Breaking Point zu holen, aber auch irgendwie das funktioniert nicht. Deswegen dachte ich mir, ich mache den wirklich mal neu. Insofern nicht funktioniert davon. Inwiefern funktioniert das? Du hast bei Breaking Point ja immer am Anfang so ein Login-Fenster, ne? Kann sein. Ich weiß gerade nicht. Ja, und wenn ich da halt einen Account mache, dann will ich mich da anloggen und dann funktioniert es nicht. Kommt irgend so ein Error. Du musst halt einen Account erstellen, ne? Wer weiß, ob es daran liegt. Bitte? Wer weiß, ob es daran liegt. Ja, du musst ja halt einen Account erstellen, glaube ich, ne? Ja, habe ich ja gemacht. Habe ich gemacht. Breaking Point schon immer nicht mehr gezockt. Weiß ich gerade nicht genau.
Wie funktioniert noch einmal dieser Apfelbaum-Bug? Du gehst einfach W drücken vor dem Baum, dann drückst du W und einmal F. W hältst du die ganze Zeit gedrückt. Dann lässt du den halt einmal zu Ende suchen und dann spammst du F. Du musst halt so stehen, dass der dann, wenn der beim ersten Mal sucht, dass sein Fadenkreuz quasi auf den Apfelbaum gerichtet ist. Dann kannst du F spammen und W musst du halt immer gedrückt halten. Ist einer im Lager? Ich nicht, warte. Soll ich weghauen, oder? Ich weiß nicht, ob das einer von uns ist. Weiß es auch nicht. Mach schon gut. Okay, von denen ist keiner. Ist keiner da drin? Nee. Dann hauen wir jetzt gerade auch keinen, oder? Dann hauen wir. Dann im TS meldet. Ja, dafür ist es halt immer besser, wenn man auf dem gemeinsamen TS ist. Channel. Hallo? Warte mal. Bist du das, Jan? Ja, ja, ich bin das. Ach du Otto, Alter, sei froh. Wollte ich gerade schon wegkommen, ne? Ich hab schon extra unten gefragt, ob einer da ist. Alter.
Tatsache, ich habe einfach auf dem Weg zwei Crash-Sites gefunden. Mach dir auf jeden Fall mal ganz schnell eine blaue Binde drin. Werde ich auch sagen. Ich dachte mir noch so. Sei froh, dass ich noch Ingame gesprochen habe extra, Alter. Ja, wirklich? Eigentlich wollte ich erschießen. Hast du nicht gehört, Ingame gerade? Nein, weil ich hatte alles gemutet. Ja, extra Ingame noch gerade gesprochen. Ich hatte nur. Weißt du, du kennst, ich hatte nur Musik an. Naja. Mir ist so langweilig. Wenn du im Lager bist und wir da sind, dann solltest du dich auf jeden Fall kurz ankündigen oder so. Ja, ja. Ja, auf jetzt jetzt die Waffe in Hand gehabt, hätte ich direkt geschossen, aber jetzt halt auf dem Rücken deswegen. Oh. Dachte ich mir, spreche ich ihn erstmal kurz an. Ja, bist du ein eiskalter Killer? Ja, zum Glück ja nicht jetzt. Ja. Mann. Ich höre halt nur Schritte, ne? Ja, und wir haben jetzt hier da ganz rechts ist das neue Mail-Telefon. Das ist ein Mittel. Alter, wie viele haben wir jetzt überhaupt? 1, 2. Egal. Wo sind die anderen eigentlich alle jetzt? Weiß nicht, die waren gerade irgendwie fighten. Oder fighten wir schon immer noch. Ja, viel Tents. Oh mein Gott. Die waren auf jeden Fall Airfield. Ja, ja, die sterben bestimmt alle drauf. Also ich muss jetzt auf jeden Fall mal kurz Airfield gehen. Auf welchem Server bist du überhaupt? Ich bin Lager-Server. Ah. DZTX irgendwas. Wir können mal, was jetzt mit dem anderen ist, der hier raiden wollte. Ich glaube, der ist ja AFK, ne? Jan, kannst du mir mal einen Salim weg eben geben? Ja, klar. Weißt du, wie der Bug funktioniert? Nee. Wie das ist, ne? Hast du Salim? Ja, oder? Ich hab's hier gedroppt. Ja. Nicht weg, ne? Also, ja, irgendwie ist das jetzt weg. Ey, ich raste gleich aus. Ja. Nur eine Lutschpuppenkacke hier, Alter. Ich hab einfach eine Tonne geschmissen, ey. War, glaube ich, das letzte. Ich glaube, das ist weg. Noch eins? Also ich habe hier keins mehr gesehen. Kann doch nicht einfach weg sein, Alter. Ach, hier liegt's, oder? Ja, ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Okay. Ich leg's jetzt in eine Tonne. Du gibst mir das ganz normal. Okay. In Hand nehmen, geben. Dann tust du es, wenn du es mir gibst, diese Animation hast, tust es in den Rucksack oder in irgendein Kleidungsstück und ziehst das aus. Ah, okay. Und dann wartest du einfach bis da fertig steht. Und dann ist das Salim weg noch in dem ausgezogenen Kleidungsstück. I'm too, als ob ich zu far away bin. Was? Du stehst hier genau vor mir, oder? Ja, da komm mal hier hin. Bin ich bei dem was? Jetzt, okay. Jetzt in irgendeinem Kleidungsstück, das dann ausziehen, wo es drin ist. Warten. Oh. Das ist einfach. Ja. Ich hab's wieder rausgenommen. Ja. Geil. Okay. Ich bin ein bisschen mehr Farbe hier. Oh, ich brauche eine Handpistole auf jeden Fall. Fire Station gehen oder so. Ja, ich. Schalli, ich da mal aus, ja. Haust du ab oder was? Ja. Ich meine, nachdem ich eine Stunde, nachdem ich im Wasser ertrunken bin und eine Stunde wieder hier hingerannt bin, habe ich zu viel. Vor allem, ich habe mich einfach so oft verlaufen. Ja, viel Spaß nochmal. Jo. Oh, ne? Da sind wir wieder alleine. Oh, immer das Gleiche. Lonely. Bin ich denn jetzt schon wieder, ey?
Ah. Neben Balota. Oh, geht doch. Ein bisschen zu weit westlich gelaufen, würde ich mal sagen. Oh, kannst du einfach hoch hin. Ich habe jetzt gerade keinen Kompass, deswegen muss ich mal ein bisschen Natur gucken. Pfadfinder und so. Ja, kannst du auch einfach Balota weiterrennen. In die nächste Stadt. Dann in der nächsten Stadt geht irgendwann eine Straße rechts. Und der dann immer folgen. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn du der Straße folgst. Ja. Bis du dann irgendwann in Celeno bist. Ja. Läufst du links an der Kirche vorbei. Die Straße da. Dann ist auch irgendwann unsere Base, ne? Ja, das dauert noch. Denk mal, du wirst noch 20 Minuten brauchen oder so. Boah. Das ist schon ein gutes Stück. Ist ja noch ziemlich weit unten, wo du warst. Da bin ich ja gerade mal fast gespawnt eben. Ich geh jetzt erstmal auf den anderen Server. Oh, Celeno steht auf jeden Fall ein Auto. Ja. Ein, zwei Reifen dran machst. Außer euer Slug Ranch hast du, glaube ich, auch nicht. Mm-mm. TX bist du, ne? Genau. Okay. Wir sind gerade 1, 2, 3, 4 neben uns drauf. Ja, erstmal 90 Sekunden warten wieder. Geil. Ja. Meine gleiche Scheiße. Schon wieder hot, ey. Es geht nicht weg. Hypothermik? Ne, hot noch. Ich würde ein Oberteil ausziehen, auf jeden Fall, wenn du rennst. Als ich hot war, habe ich das ausgezogen und bisher habe ich jetzt keine Meldung mehr gekriegt, dass mir warm wird. Kann sein, dass das den Bug ein bisschen vermindert. Ja, das kann sein. Bin jetzt auch die ganze Zeit ohne rum? Naja, ich habe T-Shirt an nur. Aber muss mal gucken, ob du die Meldung kriegst. Rapidly warming up und sowas. Ja, ich guck mal. Kennst du eigentlich dieses NT1A-Mikrofon? Ein Standardmikro, also so ein Standmikro oder was? Ja, das ist so ein professionelleres Standmikrofon mit Popschutz. Nee, dann nicht. Nee. Kenn mich da so allgemein nicht so mit aus. Ich habe mir das erstmal so. Ich habe mir das erstmal so bestellt und musste dann erstmal erfahren, dass ich erstmal 5000 andere Klamotten dafür brauche. Wieso das denn? Weil das Phantomspeisung braucht. Oh. Mischpult brauchst du da, zwei Kabel und ja, jetzt ist mein Geldkonto erstmal leer.